Ich stelle euch diesen motorisierten Kameraslider vor. Er ist von der Marke Rhino Gear. Er heißt Rov Pro Everyday. Ist relativ neu auf dem Markt. Ich habe ihn in den USA bestellt. Jetzt ein paar Tage getestet, bin schwer begeistert und zeige euch genau, wie das Ding funktioniert. Er macht eigentlich nichts anderes, außer die Kamera von links nach rechts automatisch, also motorisiert, zu fahren. Der Kameraslider ist für professionelle Filmemacher gemacht, die vielleicht in kleinen Teams mit wenig Gepäck reisen wollen und trotzdem nicht auf einen motorisierten Slider verzichten möchten. Ich zeige jetzt ein paar Testaufnahmen mit dem iPhone, aber auch mit der Systemkamera. Hier hatte ich den Slider bei einer Backgammon-Session an einem Abend in Coburg mit dabei. Hat Spaß gemacht, den Slider einfach mal vollautomatisch laufen zu lassen und ich konnte mit den Jungs gut feiern. Ja, und da das leider vollautomatisch funktioniert, kann sich der Kameramann gediegen zurücklehnen und einfach mal ein Bier trinken. Der Kameraslider ist für Systemkameras konzipiert, die bis zu 2,2 Kilo mit Objektiv wiegen. Oder er kann auch mit dem iPhone verwendet werden. Also die Firma hat eine iPhone-Halterung oder auch einen Kugelkopf für Systemkameras dem Slider mit beigelegt. Der Slider Everyday, den ich hier habe, der ist 20 cm lang, passt in jeden Rucksack, wiegt 1 Kilo. Es gibt noch eine zweite Version, die heißt Traveler. Der ist, glaube ich, 40 cm lang und wiegt 1,5 Kilo. Die Qualität überzeugt mich ziemlich von dem Slider. Er ist mir vorhin schon einmal runtergefallen. Funktioniert noch. Er ist aus Aluminium gefräst, also richtig hochwertig gebaut. Man kann ihn auch auf ein Stativ packen. Er hat hier zwei Stativschrauben, einmal für das große und für das kleine Gewinde. Ich hatte ihn jetzt öfter auch mit einer Schnellwechselplatte von AK Swiss in Verwendung. Damit bin ich einfach flexibler und kann ihn schnell auf ein Stativ draufschrauben und auch wieder abnehmen. Trotz seiner Kompaktheit hat er es leider auch ausklappbare Beine verbaut. Mit einem einfachen Klack könnt ihr hier die Beine ausklappen und auf einen festen Untergrund stellen. Super praktisch, dass man ihn nicht immer auf ein Stativ stellen muss. So könnt ihr auch ziemlich bodennahe Aufnahmen damit aufnehmen. Der Slider verfügt nur über einen einzigen Knopf, das ist hier der Batterieindikatorknopf. Drückt man da einmal kurz drauf, leuchten die Leuchten. In dem Fall ist er voll geladen. Die Akkulaufzeit beträgt 24 Stunden, wenn er permanent läuft. Der Slider kann nur in Verbindung mit der Rhino Gear App verwendet werden. Das heißt, ihr müsst die App auf dem iPhone installieren, drückt den Power-Button für 2 Sekunden und dann verbindet sich der Slider automatisch mit der App. Ihr könnt in der App die Richtung angeben, in welche Richtung von links nach rechts oder rechts nach links das Slider fahren soll. Ihr könnt Zeitangaben eingeben. Ich glaube, die geht bis 25 Sekunden, ist die längste Kamerafahrt. Ihr könnt die Geschwindigkeit beim Losfahren und beim Ankommen eingeben. Ihr könnt aber auch, was ich sehr, sehr praktisch finde, auch eine Loop-Funktion wählen. Das Slider hat auch eine Zeitraffer, also Timelapse-Funktion. Dafür müsst ihr wissen, dass die Kamera hier über ein Kabel verbunden wird mit dem Slider und in der App kann man dann auch die Zeitangaben der Timelapse-Fotos auswählen. Also ihr könnt eingeben, wie viele Sekunden lang soll das Foto belichtet werden, wie lang soll der Slider von links nach rechts brauchen, um diese Kamerafahrt zu machen. Wenn ihr eine Systemkamera drauf habt, macht die Kamera und das Slider eben nur Fotos. Ihr müsst diese Fotos als Timelapse in der Nachbearbeitung im Videoschnittprogramm zusammenfügen, damit es auch wirklich ein Filmchen wird. Also die Kamera fährt nur Millimeter für Millimeter pro Foto von links nach rechts und macht euch einfach diese Fotos. Der Kameraslider verfügt über einen Kugelkopf. Hier ist eine Schnellwechselplatte für die Kamera. Und der Kugelkopf kann eigentlich in alle Richtungen ganz gut bewegt werden, um die Kamera schön zu arretieren. Ich habe mir auf den Kugelkopf auch nochmal eine extra Schnellwechselplatte draufgeschraubt, um die Kamera schnell vom Stativ auf den Slider montieren zu können. Hat sich für mich als sehr praktisch erwiesen. Wenn ihr Timelapse-Funktionen mit der Systemkamera machen wollt, braucht ihr ja dieses Kabel. Es gibt Kabel für Sony-Kameras, für Nikon-Kameras und auch für Canon-Kameras. Diese Kabel kosten 10 € und sind mitbestellfähig. Weil ich so heiß auf den Slider war,
konnte ich nicht warten, bis es den irgendwann mal auf Amazon in Deutschland zu bestellen gibt. So habe ich ihn bei Rhino direkt in den USA bestellt. Ich glaube, per PayPal für 400 € habe ich ihn bekommen. Nach einer Woche wurde auch schon geliefert, jedoch wollte dann der DHL-Mann 100 € Zoll obendrauf von mir bar an der Haustür haben. Also da könnt ihr euch darauf einstellen, Zollgebühren fallen an, ich muss 100 € on top bezahlen. Also hat er mich 500 € gekostet. Ich habe vorhin mit dem iPhone die Slideraufnahmen von den Golfbällen gemacht, hatte den Slider auf dem Stativ stehen, aber mich hat extrem gestört, dass das iPhone ganz leicht vibriert hat beim Sliden. Wenn man den langsamen Sliding-Modus eingibt, waren diese Vibrationen nicht so stark zu merken, aber das solltet ihr wissen. Diese Ruckler traten allerdings nicht auf, wenn ich meine Sony Alpha 7 III draufgebaut habe. Da war das Bild wirklich gut und war kein Ruckeln zu sehen. Ansonsten finde ich es hervorragend, dass diese iPhone-Halterung auch mit dabei ist und man zum Beispiel Timelapse-Aufnahmen wirklich aus der Hosentasche raus, zack, ruckzuck machen kann. Also einfacher geht's nicht. Der Slider hat auch Nachteile. Der Motor des Sliders ist in ganz ruhigen Umgebungen hörbar. Er ist nicht besonders laut, aber man hört ihn, das müsst ihr wissen. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich Sliding-Aufnahmen mit dem iPhone mache, habe ich kleine Mikro-Ruckelbewegungen feststellen können im Bild. Mag sein, dass das iPhone nicht richtig mittig eingespannt war, aber ich habe diese Mikrobewegungen gesehen und die haben mich irgendwie gestört. Vielleicht ist es besser, wenn man den Slider auf den Tisch stellt, ohne Stativ. Mag sein, dass es da besser ist, aber richtig überzeugt hat mich die iPhone-Anwendung an diesem Slider nicht. Dritter Nachteil ist, der Slider ist nicht manuell zu bedienen. Also ihr könnt den Slider nicht mit der Hand bedienen, wenn er aus ist. Er funktioniert nur in Verbindung mit einer iOS-App, die auf dem iPhone oder auf dem iPad installiert werden muss. Was der Slider ja gut kann, ist von links nach rechts fahren und das im Loop. Allerdings kann er keine Schwenkbewegungen motorisiert durchführen oder Kipp- und Neigebewegungen. Das funktioniert einfach nicht. Das muss man auch vorher wissen, wenn man sich diesen Slider kauft. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Slider auch so einstellen kann, dass er einen ganz bestimmten Punkt auf der Schiene beim Sliden stoppt. Das funktioniert nicht. Er slidet immer die komplette Fahrt von links nach rechts. So, und warum finde ich den Slider trotzdem geil? Zum einen, er ist super leicht, er wiegt nur 1 Kilo, ist rucksacktauglich. Er ist in Sekunden einsatzbereit, man muss ihn nur mit der App verbinden und schon läuft er. Der Slider hat zudem diese echt praktische Loop-Funktion. Man drückt da drauf und wie ihr jetzt auch seht, läuft die Kamera automatisch von links nach rechts. Eignet sich sehr gut bei Interviewaufnahmen, wenn man die Kamera mit dem Slider als B-Roll-Kamera einsetzen möchte. Die App an sich ist kinderleicht zu bedienen. Man kann mit einem Tastendruck die Geschwindigkeit einstellen, man kann die Beschleunigung des Sliders einstellen, also wie schnell oder langsam soll er zum Ende hin fahren. Man kann mit einem Tastendruck auch die Loop-Funktion einstellen, wie man jetzt gerade sieht, der fährt automatisch zu den Seiten und ich habe eigentlich gar keine Arbeit damit und kann mich jetzt hier gerade auf mein Reden konzentrieren. Die Timelapse-Funktion finde ich auch sehr hilfreich, die in der App eingebaut ist. Man kann mit dem iPhone wirklich ganz easy Timelapse-Aufnahmen machen. Die Software berechnet am Ende den fertigen Film und ihr habt es direkt im iPhone gespeichert. Also für mich als Filmemacher, der gern mit wenig Gepäck reist, ist dieser Slider wirklich unverzichtbar und ich kann euch den wirklich ans Herz legen. Ich würde mich super freuen,
wenn ihr mir ein Like gebt oder meinen Kanal abonniert, dann kann ich noch weitere Videos machen, weil ich einfach merke, es schaut sich überhaupt irgendjemand an. Also, macht's gut, schönen Abend euch, bye bye, euer Sigi.